Österreichs Nationalhymne und Sie haben gesehen, der Sektor mit den Österreich-Fans und auch den hier stationierten KFOR-Soldaten. Aber meine Damen und Herren, wollen wir Ihnen noch die Aufstellungen zeigen, ehe das Spiel losgeht. Beginnen wir also mit der Aufstellung der Österreicher und auch so, wie sie spielen. In der Abwehr also Wohlfahrt, Neukirchner, Bauer, Hieden, Czerny, Küper, Stranzl, Flögel, das Mittelfeld. Davor Herzog mit allen Freiheiten, die der Kapitän auch braucht, um das Spiel wirklich zu organisieren. Und vorne Meierlepp und wahrscheinlich etwas zurückhängend Vastitsch, der aber versprochen hat, heute wirklich Sturmspitze zu spielen. Das hat die Aufstellung der Österreicher und das Team von Bosnien und Herzegowina. Eine Mannschaft, die sozusagen aus ganz Europa sich hier versammelt hat. Ein einziger Spieler spielt derzeit hier in Sarajevo. Es ist Čabić mit der Nummer 8, der von Croatia Zagreb wieder heimgekommen ist. Er hat gegen Sturm letzte Saison auch im Europacup gespielt. Ansonsten Spieler, die überall in Europa zu Hause sind. Biplica, Varisanovic von der Austria, Hujdurovic, ehemalige Rida, Ibic von Atletico, Risic aus Moskau, Čabić, Akrapovic, Cottbus, Music, Babares, der Star in Abwesenheit von Salihamidžić, der gesperrt ist, und die beiden gefährlichen Spitzen. Bolic mit der Nummer 7 und 11, Baljic. Das die Formation von Bosnien und Herzegowina. Der Schiedsrichter kommt aus Norwegen, Tom Henning Ovrebro. Und die beiden Kapitäne, Ibic, der neue Kapitän von Bosnien, der bei Atletico Madrid spielt und ein Angebot hat von Paris Saint-Germain. Und Andreas Herzog in seinem 85. Länderspiel. Gerade 10 fehlen ihm noch auf Toni Polster, der mit 95 Länderspielen Österreichs Rekordnationalspieler ist. Und das kann Andreas Herzog noch werden. Er kann den 100er vielleicht als erster Österreicher noch knacken. Zuletzt wieder stark in Bremen und sicherlich auch ein wesentlicher Faktor heute im Spiel der Österreicher. Drago Smajlovic ist der Coach von Bosnien und Otto Baric haben wir ihn ja schon vorher im Interview präsentiert. Er betreut heute zum 14. Mal Österreichs Nationalmannschaft. Die Österreicher in weißen Leibchen und schwarzen Hosen von rechts nach links. Die Mannschaft von Bosnien ganz in Blau von links nach rechts. Werden wir sehen, ob die Taktik von Otto Baric, der ja bekannt ist als großer Motivator, heute etwas fruchtet. Hieden gegen Bolic, Neukirchner gegen Baljic und Stranzl mit der Aufgabe, Spielgestalter Babares unter Kontrolle zu bringen. Was ja nicht so leicht ist, denn Babares spielt ja in der Bundesliga auch ganz hervorragend bei Hamburg. Es tut Dortmund schon leid, dass man ihn ziehen ließ, aber da kam man nicht recht durch. Kujdurovic war das jetzt, Nummer 4. Den kennen vor allem die Fußballfreundin Ried aus seiner Zeit. Exzellenter Fußballer und spielt auch bei Energie Cottbus in der deutschen Bundesliga. Der Aufsteiger aus dem letzten Jahr und hat Chancen, Cottbus vielleicht in der Liga zu bleiben. Gleich 3 von Cottbus übrigens in dieser Mannschaft Bosniens Herzegowinas.
Es wird natürlich nicht viel Spielraum bleiben, denn die Abwehrspieler der Bosnier sind bekannt dafür, für ganz exakte, kompromisslose Deckung. Herzog. So, jetzt erstmals Möglichkeit über Bolic. Der Pass war gut und dann springt Meyerlepp der Ball weg. Schade, der Pass war ganz hervorragend, aber Meyerlepp ist der Ball vom Fuß gesprungen und dann konnte halt aus der Möglichkeit nichts mehr machen. Aber genau so gehört gespielt, schneller Konter. Die Bosnier werden das Spiel machen. Die Bosnier müssen, wie Sie gehört haben, gewinnen, denn sonst haben sie praktisch keine Chance mehr, sich zu qualifizieren, denn sie haben ihre ersten beiden Spiele ja bereits verloren. Natürlich auch Zweikämpfe, die man noch aus der österreichischen Bundesliga kennt. Vujdurovic gegen Meyerlepp. Treffen sich ja wirklich viele Bekannte. Franz Wohlfahrt nicht hundertprozentig fit. Gab ja einige bange Minuten vor ein paar Tagen im Teamtrainingslager. Plötzlich hieß es, beide Teamtorleute verletzt. Franz Almer wurde schon angerufen, sich bereit zu halten, aber dann ging es doch wieder an Manninger auf der Bank und auch Franz Wohlfahrt ist so weit fit, dass er heute ohne Probleme spielen kann. Sehr viel versucht man über die rechte Seite bei Bosnien zu spielen, schon in der Anfangsphase. Baljic. Und Eckball. Flutlicht ist übrigens unterschiedlich. Auf der einen Seite gibt es Lampen in allen Masten. Auf der anderen Seite klappt es nicht ganz. Ein paar Lampen sind zusätzlich auch ausgefallen, sodass es ein bisschen dunkler ist, aber es reicht noch, um zu spielen. Foul angezeigt, auch vom Schiedsrichterassistenten. Die Mittelreihe, da sind ein paar Lampen erloschen. Aber an sich ist das die Seite mit den schwächeren Lampen, das wurde gestern genau gemessen. Daher stehen die Kameras auf der anderen Seite unter den Tiefstrahlern, die volle Kapazität geben. Ja, nicht zurückdrängen lassen, es war zu erwarten, dass Bosnien angreift, uns unter Druck setzen will. Kein Foul. Richtig gesehen von Schiedsrichter Övre Bro.